Kobe. Japans sechstgrößte Stadt und eines der wichtigsten Handelszentren. Dann geschieht an einem friedlichen Wintermorgen kurz vor der Dämmerung eine Katastrophe. Plötzlich und ohne Vorwarnung erschüttert ein gewaltiges Erdbeben die Stadt, kippt Straßen um und lässt Hochhäuser einstürzen. Nach 20 Minuten ist Kobe zerstört. Mehr als 5000 Menschen kommen ums Leben. Mit Hilfe einer Computersimulation können wir genau rekonstruieren, warum so viele Menschen in einem Land sterben mussten, das als das Erdbeben sicherste galt. Hinter jeder Katastrophe steht eine Kette verhängnisvoller Ereignisse, die über Leben und Tod entscheiden. Wir entschlüsseln die Hintergründe und zählen die letzten Sekunden vor dem Unglück. Asien. Japan. Kobe. Die Heimat von fast 1,5 Millionen Menschen. Kobe ist berühmt für seine atemberaubenden Ausblicke. Doch Land ist ein knappes Gut. Kobe liegt eingezwängt zwischen dem Rokko-Gebirge und der blauen Bucht von Osaka. Das Stadtzentrum befindet sich auf einem schmalen, nur 5 Kilometer breiten Streifen. Östlich und westlich davon liegen dicht besiedelte Wohngebiete mit überwiegend traditioneller Architektur. Im Süden erstreckt sich der große Hafen. Er baut auf einer Reihe künstlicher Inseln, die durch das Aufschütten von Millionen Tonnen Erde im Meer entstanden. Dieser neue Hafen ist mit einem Frachtaufkommen von 71 Milliarden Dollar pro Jahr einer der größten der Welt. Um den wertvollen Raum optimal zu nutzen, stehen 160 Kilometer der modernen Stadtautobahn Kobes auf Betonstelzen. Montag, 16. Januar 1995. Es ist ein strahlender Wintertag. Die Temperatur liegt knapp über Null. An diesem nationalen Feiertag tummeln sich die Menschen in Ferienstimmung auf den Straßen von Kobe. Doch unter ihren Füßen ist die Erde voller Gräben. Diese verlaufen 20 Kilometer unter der Stadt und werden von Bewegungen der Kontinentalplatten verursacht. Japan ist eines der weltweit aktivsten Erdbebengebiete. In Kobe erstrecken sich diese Gräben über die gesamte Länge des Stadtzentrums am Fuße der Berge. Doch Kobe hatte bisher Glück gehabt. Die Gräben sind selten aktiv. Die Stadt hat seit 400 Jahren kein Erdbeben mehr erlebt. 10 Kilometer östlich des Zentrums liegt das Wohngebiet Higashinada. Die meisten Häuser hier wurden in der traditionellen japanischen Bauweise errichtet, mit einem Holzständerwerk und verzierten Dachziegeln. In einem von ihnen, das vor 50 Jahren erbaut wurde, lebt Yukiko Shono. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Sohn Satoshi und ihrem Hund. Ihre 5 Jahre alte Enkeltochter ist an diesem Ferientag bei ihr zu Besuch. Yukiko hat ihr ganzes Leben in Kobe verbracht. Erdbeben hat sie bisher nur als leichte Erschütterungen erlebt. Erdbeben waren etwas Unbedeutendes. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass mal etwas aus dem Regal gefallen wäre. Daher dachte ich, dass wir uns vor dieser Gefahr nicht fürchten müssten. 30 Kilometer östlich von Kobe befindet sich das Erdbeben-Observatorium von Osaka. Von hier aus beobachten Wissenschaftler ein Netzwerk aus tausenden von seismografischen Sensoren, die über ganz Japan verteilt sind. Heute Abend haben Toshio Arimoto und ein Kollege Dienst. In 21 Jahren hat er mehrere Erdbeben im ganzen Land beobachtet. Der heutige Tag jedoch erscheint ihnen nicht wie ein richtiger Arbeitstag. Es war ein nationaler Feiertag und ich fühlte mich, als hätte ich Urlaub. Niemand erwartete etwas Ungewöhnliches. 18.26 Uhr. Ihr ruhiger Dienst wird plötzlich unterbrochen. Ein Erdbeben der Stärke 3,6 auf der Richterskala lässt die Sensoren aktiv werden. Arimoto bleibt ruhig. Japan erlebt mehrere tausend Erdbeben im Jahr. Und dieses hier scheint winzig, zu schwach, um selbst Fensterscheiben zu erschüttern. 23 Minuten später bebt die Erde erneut und wieder reagiert das Sensorennetzwerk. Dieses Beben ist noch schwächer, mit einem Wert von 2,5. Die Sensoren zeigen, dass ein Zentrum zwischen der Awaji-Insel und dem Festland im Akashi-Kanal liegt, 15 Kilometer südlich von Kobe.
Im Zentrum von Kobe bemerkt niemand die Erschütterungen. Hsinchu, 400 Kilometer nordöstlich von Kobe. Der Reisebusfahrer Yoshio Fukumoto verlässt die Stadt in südlicher Richtung. Er fährt seit 30 Jahren Busse. Ich fahre gern. Und damals war man als Reisebusfahrer sehr angesehen. Ich habe es wirklich gern getan. Fukumoto fährt nach Kobe. Die Fahrt geht über Nacht und soll 12 Stunden dauern. Man spürt ein drittes Beben, diesmal mit einer Stärke von 1,5. Die Wissenschaftler sind überrascht, dass drei Beben innerhalb von 3 Minuten auftreten. Doch Arimoto ist nicht beunruhigt. Die seismischen Aktivitäten deuteten keinesfalls auf ein großes Erdbeben in Kobe hin. Im Haus von Yukiko Shono in Kobe bekommt deren Enkeltochter Fieber. Yukiko ruft ihre Tochter an und sie beschließen, dass die Kleine nach Hause fahren soll. Yukikos Enkeltochter wird also über Nacht nicht bei ihr sein. 23.49 Uhr. Nach beinahe 5 Stunden Ruhe erschüttert ein viertes Beben den Akashi-Kanal. Im Jahresdurchschnitt treten 5 Beben mit einer größeren Stärke als 1,5 auf. 4 oder 5 in weniger als 5,5 Stunden sind ungewöhnlich. Der 29-jährige Satoshi Shono und seine Mutter Yukiko sind noch lange auf. Er möchte ihr unbedingt seinen neuen Laptop zeigen. Wir blieben an diesem Abend lange auf und unterhielten uns. Es wurde Mitternacht und er sagte, du solltest zu Bett gehen, Mama. Ich muss noch bis 2 Uhr aufbleiben. Gute Nacht. Dienstag, 17. Januar, 5.45 Uhr. Der Reisebusfahrer Yoshio Fukumoto ist nur noch 15 Kilometer vom Zentrum Kobes entfernt. Im Bus sitzen nur noch 3 Passagiere. Er befindet sich auf der Hanshin-Stadtautobahn. Diese 4-spurige Schnellstraße ist 40 Kilometer lang und verläuft mitten durch Kobe. Wie die ganze Stadt soll diese Straße erdbebensicher sein. Doch einen Beweis dafür gibt es noch nicht. Fukumoto erwartet, bald wieder bei seiner Familie in der Nähe von Kyoto zu sein. Doch dann, nach einer Ruhephase von etwa 6 Stunden, bewegt sich die Erde unter dem Akashi-Kanal erneut. Die Sensoren im Erdbebenobservatorium in Osaka reagieren. Diesmal ist es mehr als nur eine Erschütterung. Januar 1995, 5.46 Uhr morgens. In der Feuerwehrzentrale auf Port Island in der japanischen Stadt Kobe hat Feuerwehrmann Makoto Fuji Frühschicht. Er ist seit über 20 Stunden im Dienst. In weniger als 4 Stunden wird er wieder nach Hause zu seiner Frau fahren. 5.46 Uhr und 58 Sekunden. Fukumotos Routinetour nimmt eine unerwartete Wendung. Es gibt heftige Erschütterungen. Die Stadtautobahn begann zu schlingern. So etwas hatte ich schon einmal im Kino gesehen, aber noch nie in Wirklichkeit. Es ist, als ob man über Wellen fährt. Ich konnte mich nicht mehr auf die Straße konzentrieren, weil sich alles so heftig bewegte. 4,5 Kilometer westlich von Fukumotos Bus erwacht die 59 Jahre alte Großmutter Yukiko Shono plötzlich, als unter ihrem Haus die Erde bebt. Zuerst kam alles in Bewegung und ich vermutete gleich ein starkes Erdbeben. Dann hörte es auf und ich dachte, gut, das war nur eine leichte Erschütterung. Für eine Sekunde scheint alles in Ordnung zu sein. Es war merkwürdig. Plötzlich hörte man keinen Laut mehr. Dann wird Yukiko Shonos Welt auf den Kopf gestellt.
Unter der Feuerwehrzentrale auf Port Island beginnt die Erde zu erzittern. Es war am ganzen Körper zu spüren. Es fühlte sich an, als würde das Gebäude auseinandergerissen. Stühle kippten um und Gegenstände fielen zu Boden. Kobe wird von einem gewaltigen Erdbeben erfasst. Eine Überwachungskamera im Büro des Fernsehsenders NHK filmt die heftige Erschütterung. Diese weckt einen Techniker auf einem Notbett. 18 Kilometer weiter droht Fukumotos Bus auf der schwankenden Stadtautobahn durch die Absperrung und über den Rand zu fallen. Er tritt auf die Bremse. Doch kaum scheint die Gefahr vorüber, beginnt die Straße erneut zu wanken. Ich zog die Handbremse an und in diesem Moment brach die Straße vor mir einfach weg. Ich dachte mir, dass wir jetzt hinunterfallen würden und war starr vor Angst. Makoto Fuji steht vor dem Eingang der Feuerwehrzentrale. Er sieht etwas Unglaubliches. Eine Wasserflut schießt aus weit geöffneten Spalten im Boden. Ich wusste nicht, was das war. Vielleicht würde die Insel durch die Spalte auseinanderbrechen. Oder in der Erde war eine große Wasserleitung gebrochen. Ich konnte mir das einfach nicht erklären. 30 Kilometer entfernt im Erdbebenobservatorium von Osaka. Toshi Arimoto beeilt sich, den Ursprung des Bebens festzustellen. Die Anzeige deutete auf die Awaji-Insel, ein Beben der Stärke 7,2. Die Insel Awaji liegt am Rande des Akashi-Kanals, 15 Kilometer vom Stadtzentrum Kobes entfernt. Arimoto kann es nicht fassen. Zum ersten Mal seit 4 Jahrhunderten hat ein Erdbeben das Gebiet von Kobe heimgesucht. 5.47 Uhr und 12 Sekunden. Nur 14 Sekunden, nachdem die heftigen Erschütterungen begannen, legt sich das Beben wieder. Yoshio Fukumoto hält den Atem an. Sein Bus ist beinahe über den Rand der zerstörten Straße gerutscht. Die Vorderräder hängen über einem 15 Meter tiefen Abgrund. Er fürchtet, dass der Bus hinunterstürzt und versucht, die Passagiere hinauszubringen. Yukiko Shono ist in den Trümmern ihres Hauses gefangen und kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Sie ist so benommen, dass sie nicht mehr weiß, wo sie ist. Ich hatte Schmerzen. So, als wäre mein ganzer Körper zertrümmert worden. Ich dachte, ich wäre von einem Auto erfasst worden und gelähmt. Ja, ich glaubte an einen Autounfall. In den Wohngebieten von Kobe droht eine neue, tödliche Gefahr. Feuer. Hunderte von Menschen liegen unter den Trümmern ihrer eingestürzten Holzhäuser. In der Dämmerung zeigt sich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Das Erdbeben hat Hochhäuser einstürzen lassen, Straßenbrücken umgeworfen und ganze Wohnviertel mit traditionell erbauten Häusern zerstört. Tausende von Toten und Sterbenden liegen in den Trümmern der Stadt. Unter dem eingestürzten Dach ihres Hauses ist Yukiko Shono gefangen. Sie ist schwer verletzt. Die Temperatur liegt knapp über Null. Wenn nicht bald Rettung naht, hat sie nur 2 schreckliche Alternativen. Sie erfriert oder sie verbrennt bei lebendigem Leibe. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 zerreißt die japanische Stadt Kobe. Tausende liegen unter Trümmern begraben. Viele sind dem Tode nah. Auf der Hanshin-Stadtautobahn entkommt ein Reisebus nur knapp einer Katastrophe. Nachdem er die Passagiere sicher aus dem Bus geführt hat, will Fahrer Yoshio Fukumoto sein Busunternehmen in Kyoto informieren. Ich rief im Büro an und berichtete, dass die Hanshin eingestürzt sei und der Bus über der Brüstung hängt. Ein Mitarbeiter sagte mir, dass ich aufhören solle, Witze zu machen. Vielleicht war es noch zu früh am Morgen für ihn, aber er klang sehr verärgert. Der Mitarbeiter gibt Yoshio die Anweisung, zurückzugehen und die Zulassungspapiere aus dem Bus zu holen, bevor dieser hinunterstürzt.
Der Mann verstand einfach nicht, was passiert war. Es war ja auch kaum zu glauben. Pflichtbewusst kehrt Yoshio zu dem gefährlich überhängenden Bus zurück. Er tastet sich nach vorn und nimmt die Papiere an sich. Im Dämmerlicht macht Fukumoto mit einer Einwegkamera Fotos und entkommt schließlich der Gefahr. Von unten sah der Bus schon etwas anders aus, wie er da so über dem Rand hing. Es war viel furchteinflößender, von hier aus hinaufzuschauen. Ich frage mich wirklich, wie ich überleben konnte. Es ist ein wahres Wunder, dass Fukumoto mit dem Schrecken davongekommen und unversehrt geblieben ist. Viereinhalb Kilometer entfernt von dem verunglückten Bus hat die 59-jährige Yukiko Shono weniger Glück. Sie liegt schon seit mehr als 2 Stunden unter den Trümmern ihres Hauses. Ich konnte nicht atmen, rang nach Luft und schwitzte. Ich dachte, der Tod wäre der einzige Ausweg aus dieser Lage. Ich suchte nach einem Weg, mich zu töten. Kobes Rettungskräfte versuchen, mit dieser gewaltigen Katastrophe fertig zu werden. Doch ihre Rettungswagen können sich auf den trümmerbedeckten Straßen der Stadt kaum fortbewegen. 8.30 Uhr. Yukikos Tochter Kumiko und ihr Mann kommen in dem traditionellen Wohngebiet am Hause ihrer Mutter an. Ihr eigenes, modernes Haus hat das Erdbeben überstanden. Sie und ihre kleine Tochter sind unverletzt davongekommen. Kumiko steht entsetzt vor dem Haufen aus Holzbalken und Dachschindeln, der einmal das Haus ihrer Mutter gewesen war. Ihr wird klar, dass ihre Mutter und ihr Bruder unter Tonnen von Schutt liegen. In diesem Moment dachte ich, dass sie wohl tot sind. Ich konnte nicht glauben, dass jemand unter diesem Schuttberg überlebt haben könnte. Lecks in Gasleitungen heizen die Feuer an, die in der ganzen Stadt wüten. Doch das Erdbeben hat auch viele Wasserleitungen zum Bersten gebracht. Jetzt stehen die vielen Feuerwehrmänner dem Inferno hilflos gegenüber. Sie pumpen das Wasser direkt aus dem Meer. Aber das dauert frustrierend lange. Es gab kein Wasser. Und das war bei so einem Brand natürlich tödlich. Ich fühlte mich völlig hilflos. Alles, was ich gelernt hatte, war nach dem Beben nutzlos geworden. 14.30 Uhr. In der Gegend, wo Yukiko Shono lebt, stehen viele der traditionell errichteten Holzhäuser in Flammen. Und die Brände breiten sich aus. Sie wird immer verzweifelter. Ich kämpfte gegen den Tod. Ich konnte meinen rechten Arm nicht mehr bewegen, weil ich eingeklemmt war. Dann fand ich ein Stück Holz und machte mit der linken Hand damit ein Klopfgeräusch. Draußen hört Yukikos Tochter etwas. Es ist nicht ihre Mutter, sondern deren Hund. Kumiko ist sich sicher, dass er ihr etwas mitteilen will. Sie bellte und hörte sofort wieder auf. Immer wieder und sah mich an. Dann bellte sie wieder und hielt inne. Und da hörte ich ein Klopfen. Also rief ich, Mutter, Mutter. Und wir hörten als Antwort dieses Klopfen. Da wussten wir, dass sie noch lebte. Kumiko holt ein paar Bauarbeiter zu Hilfe. Sie helfen ihr, sich zu dem Geräusch vorzugraben. Es geht nur langsam voran. Eine falsche Bewegung und ein Trümmerteil könnte herunterfallen und ihre Mutter erschlagen. Zwei Stunden später erreichen sie Yukiko endlich. Sie war insgesamt 10 Stunden lang verschüttet. Ihr rechtes Bein ist gelähmt und ihre Hüfte gebrochen, aber sie lebt.
Nachdem sie ihre Mutter gefunden hat, schöpft Kumiko neue Hoffnung. Ihr jüngerer Bruder Satoshi könnte auch noch am Leben sein, irgendwo unter den Trümmern. Sie ruft ihn, aber er antwortet nicht. Also beginnen sie erneut zu graben. 5 Stunden später finden sie ihn, aber es ist zu spät. Als sie den Puls meines Bruders fühlten, sagten sie mir sofort, dass er es nicht geschafft hat. Das war der schrecklichste Moment in meinem Leben. An diesem Abend muss Kumiko ihrer Mutter die Nachricht vom Tode ihres geliebten Sohnes überbringen. Er war erst 29 Jahre alt. Meine Tochter sagte mir, dass Satoshi es nicht geschafft hatte. Ich konnte nicht sprechen. Ich sagte nur, ich verstehe. Nachdem sie gegangen war, weinte ich unter meiner Decke. Ich wollte nicht, dass jemand meine Tränen sieht. Yukiko Shonos Sohn ist eines von 5502 Todesopfern. Mehr als 235.000 Menschen sind obdachlos. Mehr als 100.000 Gebäude vernichtet. Das Erdbeben hat zudem zahlreiche Strom- und Wasserleitungen zerstört. Der Schaden beläuft sich auf über 150 Milliarden US-Dollar. Es ist die teuerste Katastrophe aller Zeiten. Sie überraschte die Hilfs- und Rettungsdienste der Stadt. Die von der Regierung bereitgestellte Hilfe braucht 2 Tage, bis sie in Kobe eintrifft. Japan rühmt sich, erdbebensichere Gebäude zu konstruieren. Warum also liegt die Stadt in Trümmern? Und warum haben die Wissenschaftler dieses Beben nicht vorhergesagt? Die Bevölkerung von Kobe will antworten. 24 unabhängige Expertenteams machen sich an eine umfassende Untersuchung der Katastrophe. Seismologen erforschen das Erdbeben selbst, während Ingenieure nach Ursachen für den Einsturz von Gebäuden und anderen Bauwerken suchen. Durch eine Rekonstruktion der Katastrophe und eine genaue Untersuchung können wir jetzt aufdecken, was wirklich in Kobe geschah. Wir klären, warum so viele Menschen sterben mussten und warum die Stadt nach dem Erdbeben aussah wie ein Kriegsgebiet. Die Computersimulation bringt uns an Orte, die keine Kamera je erreichen wird. Mitten ins Zentrum der Katastrophe von Kobe. Der Erdbebenexperte Professor Charles Gawthorn ist als einer der ersten im Unglücksgebiet. Es ist ein unglaublicher Zufall, dass er gerade an einem Erdbebenkongress teilnahm, nur 30 Kilometer von Kobe entfernt. Dort konnte er das Beben aus der Nähe spüren. Er erkennt sofort, dass es ein extrem starkes Erdbeben ist. Dies war das bedeutendste Beben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es traf eine der modernsten Gesellschaften unserer Welt ins Mark. Japanische Experten, die mit ihm zusammenarbeiten, können das Ausmaß der Zerstörung kaum fassen. Für meine japanischen Kollegen war es eine schlimme Erfahrung, weil sie wirklich nicht damit gerechnet hatten. Für sie war es ähnlich schockierend wie der 11. September für die Amerikaner. Erdbeben sind in Japan nichts Ungewöhnliches. Das Land wurde in den letzten 100 Jahren von 13 großen Beben heimgesucht, die mehr als 150.000 Todesopfer forderten. Unter Japan treffen 4 große Erdplatten aufeinander. Wenn diese sich bewegen, erzeugen sie Erdbeben über ein Netzwerk von mehreren tausend Grabenlinien unter dem Land. Kobe liegt 200 Kilometer nördlich von der nächsten Plattengrenze, der Nankai-Rinne. Obwohl große Beben hier selten auftreten, sind die tektonischen Bewegungen an dieser Plattengrenze stark genug, um Kobe zu erreichen. Die Seismographen zeigen an, dass das Beben eine Stärke von 7,2 erreichte. Stark genug, um auch auf der anderen Seite der Erdkugel registriert zu werden. Das Beben trifft die Stadt Kobe direkt. Umso erstaunter sind die Experten, als sie entdecken, dass das Epizentrum 15 Kilometer entfernt lag. Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Kobe müsste eigentlich außerhalb der besonders gefährdeten Zone liegen. Warum wurde die Stadt dann so schwer getroffen?
Das Epizentrum liegt unter der Awaji-Insel in einem Graben, der Seismologen wohl bekannt ist. Ein von hier ausgehendes Beben könnte allerdings nur auf Awaji Schaden verursachen. Das Ausmaß der Zerstörung im 15 Kilometer entfernten Kobe ist damit nicht zu erklären. Nur ein Grabenbruch direkt unter der Stadt hätte derartige Schäden hervorrufen können. Experten analysieren die Aufzeichnungen hunderter Sensoren und machen eine verblüffende Entdeckung. Es gibt eine unterirdische Grabenlinie unter dem Akashi-Kanal, die der Wissenschaft bisher völlig unbekannt war. Bisherige Messungen hatten den Graben außer Acht gelassen. Er ist nicht groß, doch er verbindet den Awaji-Graben mit einer genau unter Kobe liegenden Erdspalte. Januar 16. 23.49 Uhr. Die Serie von kleineren Beben, die Toshio Arimoto im Observatorium von Osaka beobachtet, sind nicht nur harmlose Erschütterungen. Die Erdplatten zu beiden Seiten des Grabens beginnen sich gegeneinander zu bewegen. 15 Kilometer unter der Insel Awaji. 5.46 Uhr und 52 Sekunden. Die Wissenschaftler sind jetzt sicher, dass das heftige Awaji-Erdbeben über dem bislang unentdeckten Graben eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Das Erdbeben breitet sich entlang des Grabens in Richtung Kobe aus, mit einer Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Stunde. 6 Sekunden später bricht der Graben auf und das Beben trifft die Stadt unmittelbar. Das Erdbeben entwickelt die Kraft einer 65 Kilotonnen Atombombe. Selbst wenn Arimoto von dieser unbekannten Grabenlinie gewusst hätte, wäre daraus nicht unbedingt die Gefahr eines großen Erdbebens abzuleiten gewesen. Im Nachhinein betrachtet war dies eine Vorankündigung. Doch man kann nicht aus mehreren kleinen Beben auf eine so große Katastrophe schließen. Auch heute noch ist es unmöglich, ein Erdbeben exakt vorherzusagen. Es ist jetzt geklärt, wie das Erdbeben Kobe direkt treffen konnte. Doch die Ermittler müssen noch ein weiteres Rätsel lösen. Warum sind mehr als 5000 Menschen bei dem Unglück umgekommen? In einem Land, das für seine erdbebensicheren Städte bekannt ist. Die Ermittler untersuchen die Gegebenheiten in Kobe und stellen fest, dass die große Mehrheit der Todesopfer in den Vorstädten lebte. Hier sind ganze Straßenzüge mit traditionellen Holzhäusern einfach eingestürzt. 4.900 Erdbebenopfer kommen in solchen Häusern um. Zunächst müssen die Ermittler den Grund dafür herausfinden. Sie untersuchen die Bauweise und stellen fest, dass diese Häuser sehr einfach konstruiert sind. Als tragende Elemente werden nur Holzpfosten verwendet. Diesem Leichtbaugebäude wird dann ein verziertes Schindeldach aufgesetzt. Das Dach eines japanischen Hauses ist sehr schwer. Und dieses tonnenschwere Gewicht wird nur von spindeldürren Pfosten getragen. Ein solches Dach wiegt 2 Tonnen. In einem modernen Holzhaus wird es durch solide Seitenwände gestützt. Doch die Ermittler müssen feststellen, dass die Wände in diesen älteren Häusern aus Gips und Bambus bestehen und dadurch nicht sehr stabil sind. Die unverstärkten Pfosten sind die einzige Stütze für das schwere Dach. Im Falle eines Erdbebens beginnt es unweigerlich zu schwanken und stürzt schließlich ein. Man spricht von einem Pfannkucheneffekt. Als die schweren Dächer einstürzen, fallen sie auf das Geschoss darunter und begraben jeden, der sich unglücklicherweise darin befindet. Auf diese Weise kommen 9 von 10 der Opfer ums Leben. Die Bauweise der japanischen Häuser hat in Kobe so viele Todesopfer gefordert. Das japanische Haus ist ein richtiger Killer. Wenn die Häuser schon so schwach gebaut sind, warum setzt man ihnen dann so schwere Dächer auf? Den Ermittlern wird die Ironie dieser Tatsache bewusst. Die schweren Dächer sollen Naturkatastrophen standhalten. Jedoch nicht Erdbeben, sondern Taifunen.
Durchschnittlich fegen pro Jahr mehr als zwei dieser verheerenden Tropenstürme über Kobe hinweg. 5.46 Uhr und 58 Sekunden. Yukiko Shonos taifunsicheres Haus hält der vernichtenden Kraft des Erdbebens nicht stand. Das Haus stürzt schließlich einfach zusammen und tötet ihren Sohn. Sie selbst wird verschüttet. Die schweren Dächer, die die Menschen bei Taifunen schützen, erweisen sich bei einem Erdbeben als tödliche Gefahr. Die Zahl der Todesopfer ist in den traditionell bebauten Vororten am höchsten. Die Ermittler haben aber auch mit schweren Schäden in anderen Teilen von Kobe zu tun. Die Ermittler sind verwundert, dass auch viele moderne Gebäude in Kobe eingestürzt sind. Sie sollten eigentlich erdbebensicher sein, da sie nach strengen Vorschriften errichtet wurden. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei der eingestürzten Route 3 der Hanshin-Autobahn. Sie ist 40 Kilometer lang und steht auf Hunderten von Betonpfeilern. Das Erdbeben beschädigt oder zerstört mehr als die Hälfte von ihnen. Außerdem stürzen 26 der 1304 Sektionen der Autobahn ein. Seit ihrem Bau im Jahre 1969 war dies eine der wichtigsten Verkehrsadern, mit mehr als 180.000 Fahrzeugen täglich. Ihre Zerstörung blockiert das Verkehrssystem von Kobe. Der japanische Bauminister ordnet eine Untersuchung an. Einer der leitenden Ermittler ist der Ingenieur Hiraokazu Yemura. Das Ausmaß der Schäden verblüfft ihn. Ehrlich gesagt haben wir einen solchen totalen Zusammenbruch der Brücken nicht erwartet. Wir gehen beim Brückenbau von den stärksten seismischen Kräften aus und glauben daher, dass unsere Brücken stabil genug sein würden. Yemura und sein Team stehen vor einem Rätsel. Die Hanshin war für ein Erdbeben der Stärke 8,1 ausgelegt. Ein solches Beben wäre 22 Mal stärker als das tatsächliche Beben der Stärke 7,2. Die Öffentlichkeit verlangt Antworten. Wurden beim Bau der Hanshin Fehler gemacht? Zuerst kritisierten uns Einwohner wegen möglicher Konstruktionsfehler. Yemura weiß, dass die japanischen Ingenieure jetzt auf dem Prüfstand stehen. Wir wollten den Bürgern von Kobe beweisen, dass wir keine Konstruktionsfehler gemacht hatten. Das Team beginnt mit seiner Untersuchung. Einer der wichtigsten Anhaltspunkte findet sich im Osten der Stadt. Dort, wo Yoshio Fukumoto mit seinem Bus so glücklich davongekommen war. Ein ganzer Straßenabschnitt war einfach von seinen Stützpfeilern gestürzt, wobei der Bus schwankend über einem 15 Meter tiefen Abgrund zum Stehen kam. Die Ermittler wissen, dass ein solcher Schaden eigentlich nicht passieren dürfte. Jede der 52 Meter langen Abschnitte ist mit Eisenträgern gesichert, die fest mit den Pfeilern verbunden sind. Jeder Träger ist 190 mm dick. Doch als Sie sich diese Befestigungen näher ansehen, wird Ihnen klar, dass das Erdbeben sie auseinanderbrechen ließ. Danach lagen die Straßenplatten lose auf den Pfeilern. Die Experten können aber immer noch nicht verstehen, warum die Straßenabschnitte dann herunterfielen. Jeder davon, auch derjenige unter Fukumotos Bus, wiegt 965 Tonnen und hätte 120 cm weit gleiten müssen, um von den Pfeilern zu stürzen. Sie sind überzeugt, dass das Beben nicht allein für eine solche Bewegung verantwortlich ist. Yemura und sein Team untersuchen noch einmal die Straßen. Auf der Oberfläche der 33 mm starken Stahlträger, die die Autobahn stützten, finden sie etwas. Der dicke Stahl ist verbogen und gebrochen. Die Ermittler erkennen, dass dieser Schaden durch die ineinanderstürzenden 956 Tonnen Pfeiler verursacht worden ist. Die dabei frei werdende Kraft wirkt wie Hammerschläge auf die Straßenplatten, die daraufhin über den Rand fallen. 5.46 Uhr und 58 Sekunden. Als das Erdbeben beginnt, brechen die Stahlverstrebungen, die die Straßenplatten stützen. Sie rutschen herunter und krachen zusammen. Dabei drücken sie sich gegenseitig über die Pfeilerspitzen hinüber. Fukumoto fährt jetzt auf einem Autobahnabschnitt, der unter dem Bus hin und her schlingert.
Fukumoto bremst mit quietschenden Reifen. Die Vorderräder des Busses kommen auf einem Straßenstück, das schwankend auf dem Rand des Pfeilers liegt, zum Stillstand. Dann rutscht er die letzten Zentimeter über den Rand und hängt über der Kante. Hätte Fukumoto ein paar Meter später gebremst, wäre der Bus 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Es hätte kaum eine Überlebenschance gegeben. Unter diesen Umständen ist es ein Wunder, dass wir überlebt haben. Fukumoto und seine Passagiere haben sogar noch mehr Glück gehabt. Wenn das Erdbeben nur Minuten später begonnen hätte, hätten sie schon 4,5 Kilometer mehr auf der Hanshin zurückgelegt. Dort aber hat das Beben auf einem halben Kilometer Länge einen ganzen Straßenabschnitt umgestürzt. Es sieht aus wie ein Riesenspielzeug, das auf die Seite gelegt wurde. Die Trägerbefestigungen sind intakt. Das Erdbeben muss die Betonpfeiler selbst zerbrochen haben. Aber wie konnte das geschehen? Yemura und sein Team untersuchen die Stützpfeiler. Sie finden 3 Schichten von Bewährungsstahl. Diese Bauweise ist verbreitet. Die beiden äußeren Schichten verlaufen durchgängig von oben nach unten. Die innere jedoch endet 1,5 Meter über dem Boden. Fotos, die während der Untersuchungen aufgenommen wurden, zeigen diese kürzeren Stahlstangen, die aus dem Beton herausragen. Genau dort haben die Pfeiler nachgegeben. Als die Erde bebt, beginnt die Straße zu schwanken. Ihr gewaltiges Gewicht übt Druck auf die Pfeiler aus. Sekunden später brechen diese an ihren schwächsten Punkten, dort, wo die innere Schicht des Bewährungsstahls endet. Die schwere Straße stürzt in die Tiefe. Die Experten glauben, dass die Hanshin das Beben vielleicht überstanden hätte, wenn die inneren Bewährungsstangen nicht so kurz gewesen wären. Offensichtlich war die Hanshin äußerst anfällig. Sie war jedoch unter strenger Einhaltung der Vorschriften von 1964 gebaut worden. Diese sollten sicherstellen, dass die Stadtautobahn auch größeren Beben standhält. Warum also stürzte sie ein? Die Daten zeigen, dass das Epizentrum nur 15 Kilometer unter der Erdoberfläche lag. Dadurch beschleunigte sich das Beben ungewöhnlich schnell und entwickelte seine gewaltige Wucht. Doch 1964 verfügten die Experten noch über zu wenig Daten zu diesem Phänomen. Die Ermittler finden heraus, dass die in Kobe aufgetretenen Scherkräfte die Sicherheitsgrenzwerte von 1964 um mehr als das Doppelte übertrafen. Darin liegt der Grund für die schweren Schäden an der Hanshin-Autobahn und an so vielen anderen modernen Bauwerken in Kobe. Nach Auswertung der Katastrophe wissen wir, dass die Bauweise damals nicht die richtige war. Die japanische Regierung hatte nach dem Bau der Hanshin-Autobahn die Vorschriften 3-mal verschärft. Diese neuen Regelungen betrafen allerdings nur neu gebaute Straßen. Die Ermittler finden nach und nach heraus, warum das Erdbeben von Kobe so verheerend und tödlich war. Sie untersuchen, warum die traditionellen Wohnhäuser für so viele zur Todesfalle wurden, warum so viele moderne Gebäude einstürzten und wie sich das Beben direkt auf die Stadt zubewegte und dessen Einwohner in Sekunden ins Unglück stürzte. ...20 Sekunden vor der Katastrophe. Ein Erdbeben erfasst die Nordspitze der Insel Awaji. Dabei reißt ein zuvor unbekannter Graben ganz in der Nähe auf. Das Beben breitet sich jetzt entlang dieses Grabens mit 9000 km/h aus und rast auf Kobe zu. 14 Sekunden vor der Katastrophe. Mit unvorstellbarer Gewalt bricht der Graben direkt unter der Stadt. Die Hanshin-Autobahn wird wie eine Stoffpuppe hin und her geschüttelt. Stahlträger werden von Scherkräften erfasst und ganze Straßenabschnitte krachen zu Boden. Fukumotos Bus hängt plötzlich über einem Abgrund. 4,5 Kilometer weiter zerbrechen unzureichend gesicherte Betonpfeiler, die mehr als 1,5 Kilometer Straße tragen. In Hunderten von traditionellen Holzhäusern kommen fast 5000 Menschen ums Leben.
Nur 20 Sekunden nach der ersten seismischen Aktivität legt sich das Erdbeben. Es hinterlässt die Stadt Kobe als ein einziges Trümmerfeld. Doch die Ermittler müssen noch ein Rätsel lösen. Was hat zu diesem massenhaften Absinken der Erde im verwüsteten Hafengebiet geführt? Sind die rätselhaften Schlammfluten, von denen Augenzeugen berichten, der Schlüssel zu einer Erklärung? Kobes Wirtschaft wird von dem Beben schwer getroffen. Und die wichtigen Hafenanlagen werden besonders stark zerstört. Sie sind so schwer beschädigt, dass sie für 2 Jahre stillgelegt werden müssen. Die Verluste im für die Stadt lebenswichtigen Handelsbereich belaufen sich auf etwa 40 Milliarden Dollar. Die Ermittler stellen fest, dass hier andere Schäden auftraten als in der restlichen Stadt. An einigen Stellen ist der Boden dramatisch abgesunken und die Betonmauern der Docks sind auf einer Strecke von 9 Kilometern ins Meer gerutscht. Die Ermittler werten Augenzeugenberichte aus, wie den des Feuerwehrmanns Makoto Fuji, der eine Überschwemmung während des Bebens schildert. Nicht vom Meer, sondern aus dem Boden schießend. Diese Wasserwand war etwa 1 Meter hoch und vielleicht 10 Meter breit. Zunächst wusste ich nicht, was ich davon halten sollte, als das Wasser aus der Erde kam. Das war eine entscheidende Entdeckung. Die Ermittler vermuten, dass Fuji ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet hat, welches bei Großbeben auftreten kann. Niigata im nördlichen Zentraljapan 1964. Diese Originalaufnahmen zeigen, wie schlammiges Wasser während eines Erdbebens aus dem Boden hervorbricht. Es war das erste Mal, dass dieses Phänomen gefilmt wurde. Das Wasser unterhöhlt die Gebäudefundamente und richtet erheblichen Schaden an. Das Phänomen ist als Verflüssigung bekannt. Es tritt auf, wenn ein Erdbeben einen mit Wasser gesättigten Boden erschüttert. Genau wie unter Kobes Port Island. Port Island ist ein Stück Land vor dem Hafen von Kobe, das dem Meer abgerungen wurde. Die Stadtbehörden ließen 80 Millionen Kubikmeter Sand aus dem Rokko-Gebirge auf insgesamt 4,5 Quadratkilometer versenken. Das 14 Jahre dauernde Projekt war 1980 beendet worden. Das mit Erde aufgefüllte Gebiet wäre normalerweise ein sicherer Bauplatz. Doch dicht unter der Oberfläche ist der Boden locker und stark wasserhaltig. Uhr 5:46 und 58 Sekunden. Als das Erdbeben ausbricht, erschüttern die Druckwellen den Sandboden auf Port Island. Wenn man Kaffeepulver in ein Gefäß füllt und leicht dagegen klopft, verdichtet sich das Pulver. Sand verhält sich ganz ähnlich. Bei einer starken Erschütterung setzt er sich am Boden ab. Die Lücken zwischen den locker liegenden Sandkörnern füllen sich mit Wasser. Das Beben presst die Körner zusammen und drückt das Wasser mit einer gewaltigen Kraft an die Oberfläche. Fuji sieht keine zerborstene Wasserleitung, sondern eine Flut aus verflüssigter Erde. Die Ermittler finden heraus, dass die Verflüssigung des neu gewonnenen Landes einen großen Teil des Hafens von Kobe zerstört hat. Nach dem schrecklichen Ereignis haben die Stadtbehörden Kobe wieder aufgebaut. Dabei wurde die neueste erdbebensichere Technik verwendet. Allein der Hafen wurde für umgerechnet 6,8 Milliarden Dollar neu gestaltet, wobei die Seitenwände der Docks viel tiefere Fundamente erhielten. Sie sollen künftige Beben überstehen. Moderne Häuser mit stabilen Wänden und leichten Dächern haben die traditionellen Häuser in der verwüsteten Stadt ersetzt. Die erhöhten Schnellstraßen sind für 3 Milliarden Dollar mit stahlverstärkten Pfeilern gesichert worden. Yoshio Fukumoto ist immer noch Busfahrer und seit seinem Glück bei dem Beben der berühmteste in ganz Japan. Noch heute bekommt er eine Gänsehaut, wenn er Nachrichten von Erdbeben sieht. Wenn ich heute von Erdbeben höre, fühle ich einen großen Schmerz. Ich habe wirklich Angst davor. Yukiko Shono lebt immer noch in Kobe.
dem Ort, an dem ihr Sohn Satoshi starb. Yukiko wendet sich heute an die Öffentlichkeit und gibt Menschen Ratschläge, wie sie sich bei einem Erdbeben schützen können. Wenn dadurch beim nächsten Unglück auch nur ein einziges Leben gerettet wird, hätte ich zumindest etwas für die Opfer getan. Es gibt eine Welt jenseits der unsrigen. Wenn ich meinen Sohn dort wiedersehe, kann ich wenigstens lächeln und ihm stolz erzählen, dass seine Mutter etwas Gutes getan hat. Nach dem Unglück von Kobe hat die japanische Regierung eine nationale Katastrophenschutzstrategie eingeführt. Bei einem großen Beben sollen künftig Rettungskräfte und Hilfsgüter schnellstens verfügbar sein. Als ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Stadt Niigata im Jahre 2004 heimsuchte, waren Rettungsteams innerhalb von Stunden dort. Das Unglück von Kobe zwang die Japaner dazu, die Erdbebensicherheit ihrer Städte neu zu bewerten. Sie können die Erdbeben in ihrem Land nicht verhindern. Doch die Erfahrungen aus der Katastrophe von Kobe könnten bei einem weiteren großen Beben tausende Leben retten. Dass sie wohl tot sind. Ich konnte nicht glauben, dass jemand unter diesem Schuttberg überlebt haben könnte. Lecks in Gasleitungen heizen die Feuer an, die in der ganzen Stadt wüten. Doch das Erdbeben hat auch viele Wasserleitungen zum Bersten gebracht. Jetzt stehen die vielen Feuerwehrmänner dem Inferno hilflos gegenüber. Sie pumpen das Wasser direkt aus dem Meer. Aber das dauert frustrierend lange. Es gab kein Wasser. Und das war bei so einem Brand natürlich tödlich. Ich fühlte mich völlig hilflos. Alles, was ich gelernt hatte, war nach dem Beben nutzlos geworden. 14.30 Uhr. In der Gegend, wo Yukiko Shono lebt, stehen viele der traditionell errichteten Holzhäuser in Flammen. Und die Brände breiten sich aus. Sie wird immer verzweifelter. Ich kämpfte gegen den Tod. Ich konnte meinen rechten Arm nicht mehr bewegen, weil ich eingeklemmt war. Dann fand ich ein Stück Holz und machte mit der linken Hand damit ein Klopfgeräusch. Draußen hört Yukikos Tochter etwas. Es ist nicht ihre Mutter, sondern deren Hund. Kumiko ist sich sicher, dass er ihr etwas mitteilen will. Sie bellte und hörte sofort wieder auf. Immer wieder und sah mich an. Dann bellte sie wieder und hielt inne. Und da hörte ich ein Klopfen. Also rief ich, Mutter, Mutter. Und wir hörten als Antwort dieses Klopfen. Da wussten wir, dass sie noch lebte. Kumiko holt ein paar Bauarbeiter zu Hilfe. Sie helfen ihr, sich zu dem Geräusch vorzugraben. Es geht nur langsam voran. Eine falsche Bewegung und ein Trümmerteil könnte herunterfallen und ihre Mutter erschlagen. Zwei Stunden später erreichen sie Yukiko endlich. Sie war insgesamt 10 Stunden lang verschüttet. Ihr rechtes Bein ist gelähmt und ihre Hüfte gebrochen. Aber sie lebt. Nachdem sie ihre Mutter gefunden hat, schöpft Kumiko neue Hoffnung. Ihr jüngerer Bruder Satoshi könnte auch noch am Leben sein. Irgendwo unter den Trümmern. Sie ruft ihn. Aber er antwortet nicht. Also beginnen sie erneut zu graben. Wenn man Kaffeepulver in ein Gefäß füllt und leicht dagegen klopft, verdichtet sich das Pulver. Sand verhält sich ganz ähnlich. Bei einer starken Erschütterung setzt er sich am Boden ab. Die Lücken zwischen den locker liegenden Sandkörnern füllen sich mit Wasser.
Das Beben presst die Körner zusammen und drückt das Wasser mit einer gewaltigen Kraft an die Oberfläche. Fuji sieht keine zerborstene Wasserleitung, sondern eine Flut aus verflüssigter Erde. Die Ermittler finden heraus, dass die Verflüssigung des neu gewonnenen Landes einen großen Teil des Hafens von Kobe zerstört hat. Nach dem schrecklichen Ereignis haben die Stadtbehörden Kobe wieder aufgebaut. Dabei wurde die neueste erdbebensichere Technik verwendet. Allein der Hafen wurde für umgerechnet 6,8 Milliarden Dollar neu gestaltet, wobei die Seitenwände der Docks viel tiefere Fundamente erhielten. Sie sollen künftige Beben überstehen. Moderne Häuser mit stabilen Wänden und leichten Dächern haben die traditionellen Häuser in der verwüsteten Stadt ersetzt. Die erhöhten Schnellstraßen sind für 3 Milliarden Dollar mit stahlverstärkten Pfeilern gesichert worden. Yoshio Fukumoto ist immer noch Busfahrer und seit seinem Glück bei dem Beben der berühmteste in ganz Japan. Noch heute bekommt er eine Gänsehaut, wenn er Nachrichten von Erdbeben sieht. Wenn ich heute von Erdbeben höre, fühle ich einen großen Schmerz. Ich habe wirklich Angst davor. Yukiko Shono lebt immer noch in Kobe, dem Ort, an dem ihr Sohn Satoshi starb. Yukiko wendet sich heute an die Öffentlichkeit und gibt Menschen Ratschläge, wie sie sich bei einem Erdbeben schützen können. Wenn dadurch beim nächsten Unglück auch nur ein einziges Leben gerettet wird, hätte ich zumindest etwas für die Opfer getan. Es gibt eine Welt jenseits der unsrigen. Wenn ich meinen Sohn dort wiedersehe, kann ich wenigstens lächeln und ihm stolz erzählen, dass seine Mutter etwas Gutes getan hat. Nach dem Unglück von Kobe hat die japanische Regierung eine nationale Katastrophenschutzstrategie eingeführt. Bei einem großen Beben sollen künftig Rettungskräfte und Hilfsgüter schnellstens verfügbar sein. Als ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Stadt Niigata im Jahre 2004 heimsuchte, waren Rettungsteams innerhalb von Stunden dort. Das Unglück von Kobe zwang die Japaner dazu, die Erdbebensicherheit ihrer Städte neu zu bewerten, die Kilometer entfernt lag. Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Kobe müsste eigentlich außerhalb der besonders gefährdeten Zone liegen. Warum wurde die Stadt dann so schwer getroffen? Das Epizentrum liegt unter der Awaji-Insel in einem Graben, der Seismologen wohl bekannt ist. Ein von hier ausgehendes Beben könnte allerdings nur auf Awaji Schaden verursachen. Das Ausmaß der Zerstörung im 15 Kilometer entfernten Kobe ist damit nicht zu erklären. Nur ein Grabenbruch direkt unter der Stadt hätte derartige Schäden hervorrufen können. Experten analysieren die Aufzeichnungen hunderter Sensoren und machen eine verblüffende Entdeckung. Es gibt eine unterirdische Grabenlinie unter dem Akashi-Kanal, die der Wissenschaft bisher völlig unbekannt war. Bisherige Messungen hatten den Graben außer Acht gelassen. Er ist nicht groß, doch er verbindet den Awaji-Graben mit einer genau unter Kobe liegenden Erdspalte. Januar 23:49 Uhr. Die Serie von kleineren Beben, die Toshio Arimoto im Observatorium von Osaka beobachtet, sind nicht nur harmlose Erschütterungen. Die Erdplatten zu beiden Seiten des Grabens beginnen sich gegeneinander zu bewegen. 15 Kilometer unter der Insel Awaji. 5.46 Uhr und 52 Sekunden. Die Wissenschaftler sind jetzt sicher, dass das heftige Awaji-Erdbeben über dem bislang unentdeckten Graben eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Das Erdbeben breitet sich entlang des Grabens in Richtung Kobe aus, mit einer Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Stunde. 6 Sekunden später bricht der Graben auf und das Beben trifft die Stadt unmittelbar. Das Erdbeben entwickelt die Kraft einer 65 Kilotonnen Atombombe. Selbst wenn Arimoto von dieser unbekannten Grabenlinie gewusst hätte, wäre daraus nicht unbedingt die Gefahr eines großen Erdbebens abzuleiten gewesen. Im Nachhinein betrachtet war dies eine Vorankündigung.
Doch man kann nicht aus mehreren Kleinbeben auf eine so große Katastrophe schließen. Auch heute noch ist es unmöglich, ein Erdbeben exakt vorherzusagen. Es ist jetzt geklärt, wie das Erdbeben Kobe direkt treffen konnte. Doch die Ermittler müssen noch ein weiteres Rätsel lösen. Warum sind mehr als 5000 Menschen bei dem Unglück umgekommen? In einem Land, das für seine erdbebensicheren Städte bekannt ist. Grenze stark genug, um Kobe zu erreichen. Die Seismographen zeigen an, dass das Beben eine Stärke von 7,2 erreichte. Stark genug, um auch auf der anderen Seite der Erdkugel registriert zu werden. Das Beben trifft die Stadt Kobe direkt. Umso erstaunter sind die Experten, als sie entdecken, dass das Epizentrum 15 Kilometer entfernt lag. Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Kobe müsste eigentlich außerhalb der besonders gefährdeten Zone liegen. Warum wurde die Stadt dann so schwer getroffen? Das Epizentrum liegt unter der Awaji-Insel in einem Graben, der Seismologen wohl bekannt ist. Ein von hier ausgehendes Beben könnte allerdings nur auf Awaji Schaden verursachen. Das Ausmaß der Zerstörung im 15 Kilometer entfernten Kobe ist damit nicht zu erklären. Nur ein Grabenbruch direkt unter der Stadt hätte derartige Schäden hervorrufen können. Experten analysieren die Aufzeichnungen hunderter Sensoren und machen eine verblüffende Entdeckung. Es gibt eine unterirdische Grabenlinie unter dem Akashi-Kanal, die der Wissenschaft bisher völlig unbekannt war. Bisherige Messungen hatten den Graben außer Acht gelassen. Er ist nicht groß, doch er verbindet den Awaji-Graben mit einer genau unter Kobe liegenden Erdspalte. Januar 23:49 Uhr. Die Serie von kleineren Beben, die Toshio Arimoto im Observatorium von Osaka beobachtet, sind nicht nur harmlose Erschütterungen. Die Erdplatten zu beiden Seiten des Grabens beginnen sich gegeneinander zu bewegen. 15 Kilometer unter der Insel Awaji. 5.46 Uhr und 52 Sekunden. Die Wissenschaftler sind jetzt sicher, dass das heftige Awaji-Erdbeben über dem bislang unentdeckten Graben eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Das Erdbeben breitet sich entlang des Grabens in Richtung Kobe aus, mit einer Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Stunde. 6 Sekunden später bricht der Graben auf und das Beben trifft die Stadt unmittelbar. Das Erdbeben entwickelt die Kraft einer 65 Kilotonnen Atombombe. Selbst wenn Arimoto von dieser unbekannten Grabenlinie gewusst hätte, wäre daraus nicht unbedingt die Gefahr eines großen Erdbebens abzuleiten gewesen. Im Nachhinein betrachtet war dies eine Vorankündigung. Doch man kann nicht aus mehreren Kleinbeben auf eine so große Katastrophe schließen. Auch heute noch ist es unmöglich, ein Erdbeben exakt vorher, die durch das Aufschütten von Millionen Tonnen Erde im Meer entstanden. Dieser neue Hafen ist mit einem Frachtaufkommen von 71 Milliarden Dollar pro Jahr einer der größten der Welt. Um den wertvollen Raum optimal zu nutzen, stehen 160 Kilometer der modernen Stadtautobahn Kobes auf Betonstelzen. Montag, 16. Januar 1995. Es ist ein strahlender Wintertag. Die Temperatur liegt knapp über Null. An diesem nationalen Feiertag tummeln sich die Menschen in Ferienstimmung auf den Straßen von Kobe. Doch unter ihren Füßen ist die Erde voller Gräben. Diese verlaufen 20 Kilometer unter der Stadt und werden von Bewegungen der Kontinentalplatten verursacht. Japan ist eines der weltweit aktivsten Erdbebengebiete. In Kobe erstrecken sich diese Gräben über die gesamte Länge des Stadtzentrums am Fuße der Berge. Doch Kobe hatte bisher Glück gehabt. Die Gräben sind selten aktiv. Die Stadt hat seit 400 Jahren kein Erdbeben mehr erlebt. 10 Kilometer östlich des Zentrums liegt das Wohngebiet Higashinada.
Die meisten Häuser hier wurden in der traditionellen japanischen Bauweise errichtet, mit einem Holzständerwerk und verzierten Dachziegeln. In einem von ihnen, das vor 50 Jahren erbaut wurde, lebt Yukiko Shono. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Sohn Satoshi und ihrem Hund. Ihre 5 Jahre alte Enkeltochter ist an diesem Ferientag bei ihr zu Besuch. Yukiko hat ihr ganzes Leben in Kobe verbracht. Erdbeben hat sie bisher nur als leichte Erschütterungen erlebt. Erdbeben waren etwas Unbedeutendes. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass mal etwas aus dem Regal gefallen wäre. Daher dachte ich, dass wir uns vor dieser Gefahr nicht fürchten müssten. 30 Kilometer östlich von Kobe befindet sich das Erdbeben-Observatorium von Osaka. Von hier aus beobachten Wissenschaftler ein Netzwerk aus tausenden von seismografischen Sensoren, die über ganz Japan verteilt sind. Heute Abend haben Toshio Arimoto und ein Kollege Dienst. In 21 Jahren hat er mehrere Erdbeben im ganzen Land beobachtet. Der heutige Tag jedoch erscheint ihnen nicht wie ein richtiger Arbeitstag. Es war ein nationaler Feiertag und ich fühlte mich, als hätte ich Urlaub. Niemand erwartete etwas Ungewöhnliches. 18.26 Uhr. Ihr ruhiger Dienst wird plötzlich unterbrochen. Ein Erdbeben der Stärke 3,6 auf der Richterskala lässt die Sensoren aktiv werden. Arimoto bleibt ruhig. Japan erlebt mehrere tausend Erdbeben im Jahr. Und dieses hier scheint winzig, zu schwach, um selbst Fensterscheiben zu erschüttern. Eingezwängt zwischen dem Rokko-Gebirge und der blauen Bucht von Osaka. Das Stadtzentrum befindet sich auf einem schmalen, nur 5 Kilometer breiten Streifen. Östlich und westlich davon liegen dicht besiedelte Wohngebiete mit überwiegend traditioneller Architektur. Im Süden erstreckt sich der große Hafen, erbaut auf einer Reihe künstlicher Inseln, die durch das Aufschütten von Millionen Tonnen Erde im Meer entstanden. Dieser neue Hafen ist mit einem Frachtaufkommen von 71 Milliarden Dollar pro Jahr einer der größten der Welt. Um den wertvollen Raum optimal zu nutzen, stehen 160 Kilometer der modernen Stadtautobahn Kobes auf Betonstelzen. Montag, 16. Januar 1995. Es ist ein strahlender Wintertag. Die Temperatur liegt knapp über Null. An diesem nationalen Feiertag tummeln sich die Menschen in Ferienstimmung auf den Straßen von Kobe. Doch unter ihren Füßen ist die Erde voller Gräben. Diese verlaufen 20 Kilometer unter der Stadt und werden von Bewegungen der Kontinentalplatten verursacht. Japan ist eines der weltweit aktivsten Erdbebengebiete. In Kobe erstrecken sich diese Gräben über die gesamte Länge des Stadtzentrums am Fuße der Berge. Doch Kobe hatte bisher Glück gehabt. Die Gräben sind selten aktiv. Die Stadt hat seit 400 Jahren kein Erdbeben mehr erlebt. 10 Kilometer östlich des Zentrums liegt das Wohngebiet Higashinada. Die meisten Häuser hier wurden in der traditionellen japanischen Bauweise errichtet, mit einem Holzständerwerk und verzierten Dachziegeln. In einem von ihnen, das vor 50 Jahren erbaut wurde, lebt Yukiko Shono. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Sohn Satoshi und ihrem Hund. Ihre 5 Jahre alte Enkeltochter ist an diesem Ferientag bei ihr zu Besuch. Yukiko hat ihr ganzes Leben in Kobe verbracht. Erdbeben hat sie bisher nur als leichte Erschütterungen erlebt. Erdbeben waren etwas Unbedeutendes. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass mal etwas aus dem Regal gefallen wäre. Daher dachte ich, dass wir uns vor dieser Gefahr nicht fürchten müssten. 30 Kilometer östlich von Kobe befindet sich das Erdbeben-Observatorium von Osaka. Von hier aus beobachten Wissenschaftler ein Netzwerk aus tausenden von seismografischen Sensoren, die über ganz Japan verteilt sind. Heute Abend haben Toshio Arimoto und ein Kollege Dienst. In 21 Jahren hat er mehrere Erdbeben im ganzen Land beobachtet. Der heutige Tag jedoch erscheint ihnen nicht wie ein richtiger Arbeitstag. Es war ein nationaler Feiertag und ich fühlte mich, als hätte ich Urlaub. Niemand erwartete etwas Ungewöhnliches. 18.26 Uhr. Die Befestigungen sind intakt. Das Erdbeben muss die Betonpfeiler selbst zerbrochen haben. Aber wie konnte das geschehen? Yemura und sein Team untersuchen die Stützpfeiler. Sie finden 3 Schichten von Bewährungsstahl.
Diese Bauweise ist verbreitet. Die beiden äußeren Schichten verlaufen durchgängig von oben nach unten. Die innere jedoch endet 1,5 Meter über dem Boden. Fotos, die während der Untersuchungen aufgenommen wurden, zeigen diese kürzeren Stahlstangen, die aus dem Beton herausragen. Genau dort haben die Pfeiler nachgegeben. Als die Erde bebt, beginnt die Straße zu schwanken. Ihr gewaltiges Gewicht übt Druck auf die Pfeiler aus. Sekunden später brechen diese an ihren schwächsten Punkten, dort, wo die innere Schicht des Bewährungsstahls endet. Die schwere Straße stürzt in die Tiefe. Die Experten glauben, dass die Hanshin das Beben vielleicht überstanden hätte, wenn die inneren Bewährungsstangen nicht so kurz gewesen wären. Offensichtlich war die Hanshin äußerst anfällig. Sie war jedoch unter strenger Einhaltung der Vorschriften von 1964 gebaut worden. Diese sollten sicherstellen, dass die Stadtautobahn auch größeren Beben standhält. Warum also stürzte sie ein? Die Daten zeigen, dass das Epizentrum nur 15 Kilometer unter der Erdoberfläche lag. Dadurch beschleunigte sich das Beben ungewöhnlich schnell und entwickelte seine gewaltige Wucht. Doch 1964 verfügten die Experten noch über zu wenig Daten zu diesem Phänomen. Die Ermittler finden heraus, dass die in Kobe aufgetretenen Scherkräfte die Sicherheitsgrenzwerte von 1964 um mehr als das Doppelte übertrafen. Darin liegt der Grund für die schweren Schäden an der Hanshin-Autobahn und an so vielen anderen modernen Bauwerken in Kobe. Nach Auswertung der Katastrophe wissen wir, dass die Bauweise damals nicht die richtige war. Die japanische Regierung hatte nach dem Bau der Hanshin-Autobahn die Vorschriften dreimal verschärft. Diese neuen Regelungen betrafen allerdings nur neu gebaute Straßen. Die Ermittler finden nach und nach heraus, warum das Erdbeben von Kobe so verheerend und tödlich war. Sie untersuchen, warum die traditionellen Wohnhäuser für so viele zur Todesfalle wurden, warum so viele moderne Gebäude einstürzten und wie sich das Beben direkt auf die Stadt zubewegte und dessen Einwohner in Sekunden ins Unglück stürzte. Eine Rekonstruktion der Katastrophe und eine genaue Untersuchung können wir jetzt aufdecken, was wirklich in Kobe geschah. Wir klären, warum so viele Menschen sterben mussten und warum die Stadt nach dem Erdbeben aussah wie ein Kriegsgebiet. Die Computersimulation bringt uns an Orte, die keine Kamera je erreichen wird. Mitten ins Zentrum der Katastrophe von Kobe. Der Erdbebenexperte Professor Charles Gawthorne ist als einer der ersten im Unglücksgebiet. Es ist ein unglaublicher Zufall, dass er gerade an einem Erdbebenkongress teilnahm, nur 30 Kilometer von Kobe entfernt. Dort konnte er das Beben aus der Nähe spüren. Er erkennt sofort, dass es ein extrem starkes Erdbeben ist. Dies war das bedeutendste Beben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es traf eine der modernsten Gesellschaften unserer Welt ins Mark. Japanische Experten, die mit ihm zusammenarbeiten, können das Ausmaß der Zerstörung kaum fassen. Für meine japanischen Kollegen war es eine schlimme Erfahrung, weil sie wirklich nicht damit gerechnet hatten. Für sie war es ähnlich schockierend wie der 11. September für die Amerikaner. Erdbeben sind in Japan nichts Ungewöhnliches. Das Land wurde in den letzten 100 Jahren von 13 großen Beben heimgesucht, die mehr als 150.000 Todesopfer forderten. Unter Japan treffen 4 große Erdplatten aufeinander. Wenn diese sich bewegen, erzeugen sie Erdbeben über ein Netzwerk von mehreren tausend Grabenlinien unter dem Land. Kobe liegt 200 Kilometer nördlich von der nächsten Plattengrenze, der Nankai-Rinne. Obwohl große Beben hier selten auftreten, sind die tektonischen Bewegungen an dieser Plattengrenze stark genug, um Kobe zu erreichen. Die Seismographen zeigen an, dass das Beben eine Stärke von 7,2 erreichte. Stark genug, um auch auf der anderen Seite der Erdkugel registriert zu werden.
Das Beben trifft die Stadt Kobe direkt. Umso erstaunter sind die Experten, als sie entdecken, dass das Epizentrum 15 Kilometer entfernt lag. Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Kobe müsste eigentlich außerhalb der besonders gefährdeten Zone liegen. Warum wurde die Stadt dann so schwer getroffen? Das Epizentrum liegt unter der Awaji-Insel in einem Graben, der Seismologen wohl bekannt ist. Ein von hier ausgehendes Beben könnte allerdings nur auf Awaji Schaden verursachen. Das Ausmaß der Zerstörung im 15 Kilometer entfernten Kobe ist damit nicht zu erklären. Nur ein Grabenbruch direkt unter der Stadt hätte Tus Routine-Tour nimmt eine unerwartete Wendung. Es gibt heftige Erschütterungen. Die Stadtautobahn begann zu schlingern. So etwas hatte ich schon einmal im Kino gesehen, aber noch nie in Wirklichkeit. Es ist, als ob man über Wellen fährt. Ich konnte mich nicht mehr auf die Straße konzentrieren, weil sich alles so heftig bewegte. 4,5 Kilometer westlich von Fukumotos Bus erwacht die 59 Jahre alte Großmutter Yukiko Shono plötzlich, als unter ihrem Haus die Erde bebt. Zuerst kam alles in Bewegung und ich vermutete gleich ein starkes Erdbeben. Dann hörte es auf und ich dachte, gut, das war nur eine leichte Erschütterung. Für eine Sekunde scheint alles in Ordnung zu sein. Es war merkwürdig. Plötzlich hörte man keinen Laut mehr. Dann wird Yukiko Shonos Welt auf den Kopf gestellt. Unter der Feuerwehrzentrale auf Port Island beginnt die Erde zu erzittern. Es war am ganzen Körper zu spüren. Es fühlte sich an, als würde das Gebäude auseinandergerissen. Stühle kippten um und Gegenstände fielen zu Boden. Kobe wird von einem gewaltigen Erdbeben erfasst. Eine Überwachungskamera im Büro des Fernsehsenders NHK filmt die heftige Erschütterung. Diese weckt einen Techniker auf einem Notbett. 18 Kilometer weiter droht Fukumotos Bus auf der schwankenden Stadtautobahn durch die Absperrung und über den Rand zu fallen. Er tritt auf die Bremse. Doch kaum scheint die Gefahr vorüber, beginnt die Straße erneut zu wanken. Ich zog die Handbremse an und in diesem Moment brach die Straße vor mir einfach weg. Ich dachte mir, dass wir jetzt hinunterfallen würden und war starr vor Angst. Makoto Fuji steht vor dem Eingang der Feuerwehrzentrale. Er sieht etwas Unglaubliches. Eine Wasserflut schießt aus weit geöffneten Spalten im Boden. Ich wusste nicht, was das war. Vielleicht würde die Insel durch die Spalte auseinanderbrechen. Oder in der Erde war eine große Wasserleitung gebrochen. Ich konnte mir da. Dienstag, 17. Januar, 5.45 Uhr. Der Reisebusfahrer Yoshio Fukumoto ist nur noch 15 Kilometer vom Zentrum Kobes entfernt. Im Bus sitzen nur noch 3 Passagiere. Er befindet sich auf der Hanshin-Stadtautobahn. Diese vierspurige Schnellstraße ist 40 Kilometer lang und verläuft mitten durch Kobe. Wie die ganze Stadt soll diese Straße erdbebensicher sein. Doch einen Beweis dafür gibt es noch nicht. Fukumoto erwartet, bald wieder bei seiner Familie in der Nähe von Kyoto zu sein. Doch dann, nach einer Ruhephase von etwa 6 Stunden, bewegt sich die Erde unter dem Akashi-Kanal erneut. Die Sensoren im Erdbebenobservatorium in Osaka reagieren. Diesmal ist es mehr als nur eine Erschütterung. Januar 1995, 5:46 Uhr morgens.
In der Feuerwehrzentrale auf Port Island in der japanischen Stadt Kobe hat Feuerwehrmann Makoto Fuji Frühschicht. Er ist seit über 20 Stunden im Dienst. In weniger als 4 Stunden wird er wieder nach Hause zu seiner Frau fahren. 5.46 Uhr und 58 Sekunden. Fukumotos Routinetour nimmt eine unerwartete Wendung. Es gibt heftige Erschütterungen. Die Stadtautobahn begann zu schlingern. So etwas hatte ich schon einmal im Kino gesehen, aber noch nie in Wirklichkeit. Es ist, als ob man über Wellen fährt. Ich konnte mich nicht mehr auf die Straße konzentrieren, weil sich alles so heftig bewegte. 4,5 Kilometer westlich von Fukumotos Bus erwacht die 59 Jahre alte Großmutter Yukiko Shono plötzlich, als unter ihrem Haus die Erde bebt. Zuerst kam alles in Bewegung und ich vermutete gleich ein starkes Erdbeben. Dann hörte es auf und ich dachte, gut, das war nur eine leichte Erschütterung. Für eine Sekunde scheint alles in Ordnung zu sein. Es war merkwürdig. Plötzlich hörte man keinen Laut mehr. Dann wird Yukiko Shonos Welt auf den Kopf gestellt. Unter der Feuerwehrzentrale auf Port Island beginnt die Erde zu erzittern. Uhr und 58 Sekunden. Als das Erdbeben ausbricht, erschüttern die Druckwellen den Sandboden auf Port Island. Wenn man Kaffeepulver in ein Gefäß füllt und leicht dagegen klopft, verdichtet sich das Pulver. Sand verhält sich ganz ähnlich. Bei einer starken Erschütterung setzt er sich am Boden ab. Die Lücken zwischen den locker liegenden Sandkörnern füllen sich mit Wasser. Das Beben presst die Körner zusammen und drückt das Wasser mit einer gewaltigen Kraft an die Oberfläche. Fuji sieht keine zerborstene Wasserleitung, sondern eine Flut aus verflüssigter Erde. Die Ermittler finden heraus, dass die Verflüssigung des neu gewonnenen Landes einen großen Teil des Hafens von Kobe zerstört hat. Nach dem schrecklichen Ereignis haben die Stadtbehörden Kobe wieder aufgebaut. Dabei wurde die neueste erdbebensichere Technik verwendet. Allein der Hafen wurde für umgerechnet 6,8 Milliarden Dollar neu gestaltet, wobei die Seitenwände der Docks viel tiefere Fundamente erhielten. Sie sollen künftige Beben überstehen. Moderne Häuser mit stabilen Wänden und leichten Dächern haben die traditionellen Häuser in der verwüsteten Stadt ersetzt. Die erhöhten Schnellstraßen sind für 3 Milliarden Dollar mit stahlverstärkten Pfeilern gesichert worden. Yoshio Fukumoto ist immer noch Busfahrer und seit seinem Glück bei dem Beben der berühmteste in ganz Japan. Noch heute bekommt er eine Gänsehaut, wenn er Nachrichten von Erdbeben sieht. Wenn ich heute von Erdbeben höre, fühle ich einen großen Schmerz. Ich habe wirklich Angst davor. Yukiko Shono lebt immer noch in Kobe, dem Ort, an dem ihr Sohn Satoshi starb. Yukiko wendet sich heute an die Öffentlichkeit und gibt Menschen Ratschläge, wie sie sich bei einem Erdbeben schützen können. Wenn dadurch beim nächsten Unglück auch nur ein einziges Leben gerettet wird, hätte ich zumindest etwas für die Opfer getan. Es gibt eine Welt jenseits der unsrigen. Wenn ich meinen Sohn dort wiedersehe, kann ich wenigstens lächeln und ihm stolz erzählen, dass seine Mutter etwas Gutes getan hat. Nach dem Unglück von Kobe hat die japanische Regierung eine nationale Katastrophenschutzstrategie eingeführt. Bei einem großen Beben sollen künftig Rettungskräfte